So richtig freuen konnten sich die Wasserfreunde aus Spandau nicht. Dabei hatte man noch gerade eben gegen die White Sharks aus Hannover mit 11:4 gewonnen und den dritten Sieg im dritten Spiel dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Was war passiert? Meiner Meinung nach haben wir ganz viele Chancen nicht ausgenutzt, die wir unbedingt hätten ausnutzen müssen. Und das Spiel haben wir uns nicht so vorgestellt. Also wir wollten schon irgendwie besser spielen, glaube ich. Keine Spur von Trübsal zu Beginn der Partie. Die Spandauer in gewohnter Manier mit einem Blitzstart. Schon nach 25 Sekunden brachte Rémy Saudadier die Hauptstädter früh in Führung. Die Gastgeber weiterhin tonangebend störten die Hannoveraner schon früh im Spielaufbau und lagen zur Halbzeit souverän und verdient mit 7:0 vorn. Also wir kennen das ja schon von Spandau und auch von Waspo, also dass sie früh pressen. Also das sind wir gewohnt. Und ja, heute hatten wir eigentlich das Ziel, dass wir so wenig Konter kriegen wie möglich. Und das, denke ich, haben wir sehr gut erreicht. Denn in Hälfte 2 ließ man den Hannoveranern mehr Platz zum Angreifen. Die Gäste kamen nun öfter vor das Spandauer Tor und belohnten sich mit 4 Treffern. Die Wasserfreunde hingegen verzweifelten immer wieder an der eigenen Chancenverwertung und an Dominik Szymanski. Der Torwart der White Sharks zeigte spektakuläre Paraden und wurde später zum Spieler des Tages ernannt. Die Torleute haben beide ordentliche Paraden gezeigt von den White Sharks, das ist richtig. Aber wie gesagt, wir können auch anders schießen, wir können viel gefährlicher werfen. So wurde es am Ende ein bitter-süßer Sieg für die 04er, die jetzt voll fokussiert sind, die kommende Aufgabe in internationalem Gewässer zu bewältigen. Das ist, wie gesagt, heute eine Leistung gewesen. Vor dem Spiel gegen Sabadell in der Champions League am Mittwoch kann ich nur sagen, so reicht es nicht aus, am nächsten Mittwoch gewinnen zu können. Also wir müssen uns steigern, speziell im Angriff. Klare Vorgabe, wenn die Wasserfreunde ihre herausgespielten Chancen öfter in Tore ummünzen, kommen die Siege nicht nur in der Bundesliga, sondern auch hoffentlich in der Champions League von alleine.